Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu meiner Folge ARK. Ich lade heute zwei Folgen hoch, habe ich mich gerade so dazu entschlossen, weil ich irgendwie die letzte Folge nicht einen Cut gesetzt habe und ich deshalb das ganze Video nicht schneiden musste und nicht rendern musste und gar nichts. Und ich deshalb ziemlich schnell fertig war. Und ich nicht so richtig was mit meinem Leben anzufangen wusste in dem Moment. Und ich dachte, warum mache ich nicht einfach eine zweite Folge heute? Warum nicht? Und deshalb entwickeln wir heute ziemlich viele Sachen. Zumindest ist das der Plan. Dann ich möchte unbedingt auch einen von diesen. Oh, der hat wieder unten so ein Ding dran. Ich möchte gerne erstmal einen Evolution-Copy machen. Und damit wieder anfangen, den hochzuziehen. Weil ich einen Origin des Fluges Air Sky haben will. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Auf jeden Fall gibt es irgendwie einen anderen Origin und den möchte ich gerne haben. Und ich glaube, dass Kompis jetzt alle mit demselben Level spawnen. Irgendwie, was habe ich da gelesen? Die spawnen jetzt alle mit Level 1 oder so. Und dann werden die immer höher, je mehr man die entwickelt, was halt viel mehr Sinn macht wie als vorher. Wie vorher als vorher. Weil man hat halt 10.000 Kompis gekillt, bis man mal einen hatte, der irgendwie ein vernünftiges Level war. Wo ich hatte doch 3 Stück. Das ist klug von mir, dass ich dann noch einen mache. So. Ja, das ist Level 1. Und der braucht jetzt Prime Meat. Kinderjai, hast du was? Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe hier so eine kleine Falltür eingebaut da oben, dass ich nach ganz oben komme. Ich bin ja ein schlauer Fuchs. So. Einmal bitte nach oben. Ja, danke. Hast du Prime Meat? Du hast gar nichts. Was bist du denn für ein Versager? Aber das ist auch nicht so schlimm, bei dem wollen wir eh gleich erst entwickeln, weil was eigentlich mein Hauptziel war, ist, wenn ich hier wieder wegkomme und nicht komplett stuck bin. Zum Glück gibt es diese Grappling Hooks, ne? Ohne die wäre ich ein Nichts. So. 1 Giga entwickeln in alles? Alle Gigas entwickeln? In alle Sorten? Das wäre so mein Plan für heute. Das wäre halt mega krass. Also Harmes haben wir halt schon genug, aber Pelagorn habe ich noch nicht. Morgen habe ich noch nicht. Und also Toxier und Morgen werden die, die ich auf jeden Fall machen will. Dazu brauche ich Power-Kristalle und dazu brauche ich Power- und Poison-Kristalle. Das ist beides kein Problem. Alpha-Herzen und Rex-DNA. Der braucht auch Rex und Dire-Bär. Alpha-Dire-Bär habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Und ich würde sagen, ich hole jetzt 3 Alpha Rex DNA und eine Dire Bear, Alpha Dire Bear DNA. Ich weiß noch nicht genau, wo ich sowas finden soll. Oh, lass mich da hoch. Ja, danke. Und dann komme ich wieder, welche gefunden habe, würde ich sagen. Bis gleich. Bin ich wieder und ich habe hier einen Alpha Dire Bear und den werde ich jetzt einfach mal snacken. Und mir die DNA nehmen. 728, der ist fast. Da vorne war noch einer. Welches Level bist du lieber da? Oh, nicht so weit springen. 644. Ich weiß nicht, brauche ich. Nee, ich brauche den gerade nicht. Hier habe ich doch irgendwo einen Rex gesehen. Und die sehen halt immer noch hässlich aus wie Sau. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Willst du das wirklich? Hä? Komm ran! Der macht halt echt nicht viel Schaden. Der macht halt mit seinem Blitz viel mehr Schaden. So. Ich habe hier irgendwo noch einen Rex gesehen. Da. Oh, da ist auch noch so ein Morgen neben. Hallo, Mr. Morgen, Sir. Oh, der macht halt echt ein bisschen Schaden. Stier, bitte. Bitte. Danke. So. Ist noch irgendwas? Nee. Ich dachte, ich hätte was gehört. Leg dich mal bitte hin. Oh, hier sind überall Sabertooth. Ich kann hier nicht absteigen. Und du. Und du. Und was noch? Noch irgendwas umkippen? Nee, jetzt kann ich. Ich glaube, ich brauche 3. Ich brauche übrigens noch 2 Alpha Raptor DNA, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe. Die brauche ich für den Kompi. Da habe ich gerade reingeguckt. Ich weck den mal auf. Oh, ich höre einen Agenthaus in der Nähe.
Agatharis, du auch? Ja. So. Alles schlafen gehen einmal. Nochmal aufstehen. Ich brauche noch eine. Okay, leg dich wieder hin. Okay, danke. So. Da habe ich das schon mal. Jetzt brauche ich noch. Jetzt muss ich noch irgendwie einen Alpha Raptor finden. Welches Level war der? Ich werde es bereuen, ne? Ne, 700. Okay, das ist alles gut. Jetzt muss ich noch einen Alpha Raptor finden. Und wenn ich den gefunden habe, komme ich nochmal wieder. Alpha Raptor auch gefunden. Das ging sogar relativ schnell. Was ist das für ein Wyvern? Welches Level? Ah, ich kann die ja sowieso nicht mehr so tame. Sollen wir mal versuchen, die trotzdem abzuschießen, was dann passiert? Ich werde es mal probieren. Hallo, Mr. Wyvern, Sir. Okay. Nein! Oh, oh, ich treffe natürlich gar nicht. So, konzentrieren. Danke. Oh, der geht trotzdem down. Oh, ich werde gebissen. Nein, mein Popo. Hilfe. Okay. Das machst du nicht nochmal, Mr. Sabertooth. So. Ich kann ja ganz mal die DNA klauen. Kann man die nicht mehr zählen? Als ob mir jetzt schon wieder Sabertooth in den Arsch schmeißt. Leg dich. Oh, ich hab den getötet. Man kann die nicht mehr. Man kann die nicht mehr so zähmen. Aber ist jetzt an der DNA irgendwas anders? Nö. Okay. Hm. Das ist interessant. Oh ja, hier war übrigens der Raptor, hab ich dir schon überhaupt schon gezeigt. Level 700. Das ist halt mega komisch, dass. Oh, ich muss dich nochmal wieder aufhängen. Ich brauche zwei davon. Nein, nein, schlag mich nicht, schlag mich nicht. Okay. So, alle DNA gesammelt, die wir brauchen. Juhu! Dann würde ich sagen, gehen wir back to base und dann entwickeln wir den ganzen Kram. Ich hätte hier eigentlich gut. Na egal. Bis gleich. So, da sind wir wieder und den Kombi können wir jetzt schon mal entwickeln. Die beiden müssen da rein. Was muss da noch rein? Davon 10 Stück. Was noch? 10 Golden Kibbel, die habe ich oben. Und ein Matrix Core. Golden Kibbel. Da kann ich gleich die Alpha jetzt mitnehmen, weil die brauchen wir unten. Golden Kibbel, wo habe ich das? Hier? Hier? Ja. Dann nehme ich mal genug mit, weil wir werden den heute auf jeden Fall nochmal entwickeln wollen. Denke ich. Und Alpha-Herzen waren hier. Ich bin so organisiert, das ist unglaublich. Ich glaube, ich war echt noch nie so organisiert. Ich habe eigentlich immer alles überall drin. Aber das ist echt, also hier in der neuen Bude läuft es echt gut. So, die da noch rein. Oh, Matrix Core, so war das. Die habe ich hier. So viel zu gut organisiert. Die habe ich hier. Ich will mal 10 Stück von mit. Rein, entwickeln. Ich will jetzt eigentlich mal gerne wissen, wie der Raptor dann rauskommt. Also jetzt kommt ja als nächstes der Evolution Raptor. Ob der denn immer noch Level 1 ist? Hm. Sehen wir gleich. Nein! Ich muss wieder zurück. Ich brauche doch Kristalle. Ich brauche viele Kristalle. Und ich bin noch eingehakt. Ich brauche davon welche und davon welche. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele. Was noch? Ich glaube, der Rest habe ich dabei. Gigas, ich komme! So, welchen nehmen wir denn mal? Ich würde sagen, nicht den, der am höchsten ist, weil den können wir am besten nochmal klonen. Nehmen wir mal den da. Und der hat sogar noch die Giga-DNA drin. Und der hat irgendwas gefressen. So, was brauche ich für morgen? 60 Kristalle. 60 davon. Dann 2 Alpha-Herzen. Und 2 Alpha-Wax-DNA. So, einmal entwickeln. Was ist so denn von mir? Willst du das wie ich? Ich würde es überlegen. Wow, wow, wow. Okay. Okay. So.
Und, ah, der ist auch so High Level. Ah, der ist auch geklont, weil hier ist noch DNA drin. Nicht immer bei den hier. Was war Toxier? War Wax, Diabeer, Poison 20? Oder wie viel? Poison 40. Power 20. Man braucht immer so viel Kram dafür. Und zwar Alpha Herzen. Toxier. So, dann haben wir die beiden. Toxier wurde, glaube ich, gewünscht. Und ich höre gerade nur diese Gigas rumknurren. Toxier wurde von Sebastian, glaube ich, gewünscht. Und morgen wollte ich sowieso gerne haben. Oh, was? Der ist schon entwickelt? Das ging irgendwie ziemlich schnell. Was? Haben die keine Entwicklungsanimation mehr oder sowas? Bin ich jetzt blöd? Ah, doch. Oh, du folgst mir noch. Du folgst mir immer noch. Wegen diesem neuen System. Du folgst mir nicht mehr. Ich will jetzt. Was mir gerade einfällt. Ich habe noch eine Devil Potion und ich glaube, die kann man darauf einsetzen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Wo habe ich die? Oben irgendwo am Tisch. Guckt euch das an, wie gezielt ich mich hier dran geschossen habe. Ich habe die, glaube ich, unten am Tisch. Und jetzt habe ich mir den Raptor gar nicht angeguckt. Der steht hier so halb in der Tür. Der ist jetzt 768? Von 1 auf 768. Das ist ein guter Levelsprung, würde ich sagen. Wo habe ich die? Ich habe doch eine gehabt. Da. Okay. Und ich meine, die kann man auf den einsetzen. Jetzt muss ich die da nur irgendwie rausbekommen. Okay, das hat geklappt. Die sieht halt auch richtig gemein aus, ne? Und ich müsste ja ich beide ausleveln, aber ich will jetzt ausprobieren, ob der da drauf geht. Irgendwas stand da. Mit Dodorex Lord. Wenn das jetzt geht, ne? Das geht halt echt. Oh Gott! Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Oh, das könnte richtig cool werden. Ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt. Vielleicht ist er sogar stärker. Obwohl. Wird das Sinn machen? Irgendwie nicht. 58.000, das ist echt viel für den Start. Was macht der noch so? Rechtsklick. Das macht halt richtig wenig Schaden. Aber dafür richtig oft, aber ist trotzdem nicht so viel. Und C macht ist auch öfter Schaden, aber ziemlich wenig Schaden. Ah, das hier macht echt guten Schaden. Oh, der kann Sachen ausnocken. Ja, okay, macht Sinn, ist Poison, aber. Und der ist gar nicht mal so schlecht. Der hat halt fast 5 Millionen Leben. Der kann man ja so auf 20 Millionen gehen. Ich hatte nicht gedacht, dass er so stark ist. Der ist ja echt stark. Ich glaube, die müssen wir ausleveln. Boah, sieht der fies aus. Devil Dodorex. Ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Was? Ach Quatsch, der ist halt richtig stark. Also für Arkham's Alive-Sachen ist das übel, übel stark. Oder wurden die gebufft? Ich würde sagen, ich level erstmal die hier aus. Und dann gucke ich wieder. Und dann level ich den hier aus. So, das ist der Plan. Bis gleich. Ja, da, und meine Spinne ist fast ausgelevelt. Und mir ist gerade was aufgefallen. Die Gigas sind mega klein. Ich weiß nicht warum. Anscheinend ist da wieder irgendwas buggy. Aber ich habe gerade einfach einen gehauen und dachte, das wäre ein Raptor. Und auf einmal hat er so rumgeschrien wie ein Giga. Und ich dachte, irgendwas läuft falsch. Und auf jeden Fall sind die anscheinend auch ein bisschen buggy. Und der hat echt viel Armor, den nehme ich mit. Gib ihm! Gib ihm! Zeig ihm, wer der Giftboss ist. Und ich habe die noch nicht ganz ausgelevelt. Doch, ich habe die ganz ausgelevelt jetzt. Rest in Damage. Und die macht echt 500.000 Damage. Und ich habe echt viel in Leben geskillt. Oder, ja, verhältnismäßig viel in Leben. Und das ist wieder so ein Giga. Man hört auch diese Schritte. Guck mal! Das ist einfach Giga. Und da kommt 1000 Dodos.
Gib mir eure Farbe, gib mir eure Farbe. Los! Also, das Ding ist echt überhaupt nicht schlecht. Vor allem auch, dass man damit ausladen kann, ist ziemlich cool. Oh, ich dachte schon, was geht jetzt wieder ab? Also, mir gefällt die wohl. Ich hätte nicht gedacht, dass die so gut ist. Ich meine, 20 Millionen Leben ist echt viel dafür. Dann würde ich sagen, bringe ich die jetzt erstmal zurück und dann komme ich mit meinem Devil Dodo Rex wieder. Bis gleich. Bin ich nochmal wieder. Und ich habe den jetzt ausgelevelt und der macht 800.000 Schaden. Das ist echt für Arkham's Life Dino richtig, richtig viel. Ich war selber überrascht. Aber ich habe den zwar nur auf 10 Millionen Leben, was halt nicht so viel ist für ein Vieh mit Sattel, ohne Sattel. Aber die kriegen halt richtig viel Schaden. Aber der Schaden ist halt echt unnormal. Das ist, glaube ich, eins meiner Lieblingsviecher von Arkham's Life. Der ist echt so cool. Aber mit dem Feuer macht er halt nicht so viel Schaden. Oder gar keinen Schaden? Ah, jetzt! Wo kommst du denn jetzt her, du Affe? Okay. Ah, der gefällt mir echt richtig, richtig gut. Das ist einer meiner Lieblinge, muss ich jetzt echt sagen. Und was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist für den Evolution Raptor einmal Sabertooth DNA suchen. Oder zweimal die Sabertooth DNA suchen. Das ist unser nächster Plan. Dass wir den zumindest nochmal entwickelt bekommen. Oh, da fliegt. Okay, eigentlich wollte ich mir den noch angucken, aber. Oh nein, Buggy. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Ich habe da extra so eine Rampe. Ja, okay, klappt auch. Und bei mir wird es da hinten langsam eng, ist mir aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit meinen ganzen Dinos. Vielleicht muss ich mir mal was einfallen lassen. Wo stelle ich dich denn jetzt hin? Du stellst dich so dazu. Habe ich so einen kleinen Kreis hier. Ist das nicht schön? Die Spinne steht da auch schon zwischen. Ich find's wundervoll. Und wir machen uns jetzt auf die Suche nach Sabertooth-DNA. Du wurde gesichtet. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich es machen soll. Kann ich hier irgendwo mich bitte hinsetzen? Anscheinend nicht. Hier kann ich mich hinsetzen. Wo ist jetzt der Sabertooth? Okay. Okay. Oh, das war gut. Hallo, Sabertooth? Hallo? Nein, nicht runterspringen, nein! Nein, nein, ich wollte nicht hinterher, nein, ich wollte nicht hinterher, nein, 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 was habe ich getroffen, der Sabertooth, okay? Häuser getan, was bleibt hier? Okay, nein, 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 ich mich hauen, ich mich hauen, ich mich hauen. Okay. Alles im Griff. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Grappling Hook? Wo war er? Oh nein, wo fliegt. Hä? Warum? Da muss ich hin. Aber hier auch nicht. Oh, hier ist ein Speeddrache. Irgendwie habe ich gerade das Verlangen, mich da ranzuschießen. Ich treffe ihn nicht. Nein, ich habe keinen Raum! Ich war das nicht so gemeint! Nein, ich hab das echt nicht so gemeint! Nein! Oh nein! Ich wollte das doch. Nein, 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 nein! Oh nein, aua, aua, aua! Oh nein, meine Tupfer geht hoch! Beiß mich nicht! Oh, wo bist du? Oh Gott, ich werde so elendig umkippen gleich! Oh! Oh! Ja, was hast du jetzt, hä? Hä? Da wollte ich einmal bei dir mitfliegen oder machst du solche Sachen oder was? Hier, da, kriegst du mit der Axt ins Gesicht. Was sagst du jetzt? Okay, du hast viel Leben, oder? Ja, du hast viel zu viel Leben. Okay. Hast gewonnen. Oh. Komm, oh, als ob ich hier jetzt auch nicht rauskomme. Und du guckst mich auch so blöd an. Was, dein Au... Der macht ja seine Augen ab und zu auf. Das war ein bisschen creepy. So. Da ist der Agentavis.
Aber irgendwo hier muss doch der Sabertooth sein, oder? Bin ich jetzt blöd? Da! So. Einmal. Ich brauche aber zwei. Oh Mann, ich brauche echt wieder zweimal. Ich liege überall ausgedachte Viecher. Oh Mann. Das brauche ich. Leg dich wieder hin. Leg dich wieder hin. Leg dich. Okay. So. Hey, das war ja ein bisschen aufregender als erwartet. Obwohl ich hab's doch aufregender gemacht, als es hätte sein müssen, wahrscheinlich. Nein, ich hab. Oh nein, 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 da gehe ich jetzt nicht hin. Ich habe tatsächlich wieder getroffen. Ich dachte nicht, dass ich treffe. Ich dachte auch schon beim ersten Mal, dass ich dich treffe. So. Wir gehen zurück zur Base. So, da sind wir wieder. Einmal, zweimal Silbertuff DNA, einmal das. Bestimmt wieder 10 davon. Bestimmt wieder 10 davon. Und jetzt kann ich's entwickeln. Das noch raus. Und da haben wir den schon mal wieder auf der zweiten Stufe. Oh, schaffen wir doch die nächste? Ich glaube, wir können doch die nächste machen, oder? Ich will nicht, dass die Folge so mega lang wird, weil irgendwie die letzten Folgen teilweise ziemlich lang geworden sind. Aber ich achte halt eigentlich auch nicht so auf die Zeit. Ich habe das alles nicht so im Blick, es tut mir so leid. Kommt drauf an, was wir für DNA brauchen. Wenn wir jetzt die DNA haben, dann können wir die noch machen. Kannst du dich bitte entwickeln? Bitte? Ist das möglich? So. Gehe ich hier mal rein. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich hier reingegangen bin. Ich wollte eigentlich gucken, was wir noch für DNA haben, glaube ich. Warum sind da so viele Kuchen drin? Das ist übrigens so ein, wie heißt der? Tech Feeding Trove? Der ist auch von dem. Oh, das ist so halb in meinem Haus. Von dem Mod hier. Und da kann man auch Gemüsekuchen reinpacken. Und ich weiß nicht genau, was das bringen soll. Aber ich habe es einfach getan. Oh, hallo. Ich muss jetzt 7 drücken erst, damit ich dich entpfeifen kann. So, was brauchst du? Ah, wir können das ja nicht direkt wieder. Das ärgert mich immer ein bisschen, dieses Warten auf diese Dino-Eier. Das ist ein bisschen nervig. Und dass er mir mein ganzes Filet so auffrisst, weil er immer Nahrung verliert. Und wir brauchen zwei Alpharino-DNA. Okay, dann machen wir es doch nicht diese Folge, dann machen wir es nächste Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, meine Lieben. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr die positiv bewertet. Dann wird wohl morgen noch eine Folge kommen. Denke ich, ja. Wird morgen noch eine Folge kommen. Dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und tschüss.